Und willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Ich will immer sagen Victoria, aber wir sind hier nicht mehr bei Victoria, sondern eben bei Imperialism. Schauen wir mal. Nicht viel passiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Enttouren. Gut, Hurschen bindet uns sowas an. Das ist gut. Das sind wahrscheinlich die einzigen, die uns das anbieten werden. Da bietet keiner was an. Puh, da werden wir wahrscheinlich eher nichts kriegen. Single, Bruhr und Tveld. Und da Single, Bruhr, Kartei, Zazi. Sindel werden wir versuchen noch zu nehmen. Schauen wir mal. Okay, akzeptieren wir das mal. Da haben wir kein Konsulat, das heißt, das ist uns wurscht. Das akzeptieren wir auch. Perfekt. Wir haben Clothing und Furniture verkauft. Hey, Cotton Gin allows farmers to improve cotton plantations to level 1. Na schau an. Unsere erste Forschung. Duplicating system tested. A type of paper that creates simultaneously an original and a copy is expected to lead to a reduction in fraud cases. Using a paper treated with a carbon backing, clerks will have a duplicate copy of their ledgers. Schau an, Blaupapier haben sie entdeckt. Mob howls in Big Riot. Brauchen wir heute auch nicht mehr. Dangerous doctrines espoused. An editorial opinion. Underwater boat proves successful. Na schau an, ein U-Boot ist getestet worden. Large statue plant. Nee. In Ordün oder Ordune, keine Ahnung, wie das heißt. Ah, Mist, haben wir auch nichts gefunden. Ärgerlich. Es wäre schön gewesen, wenn wir da was gefunden hätten, da gleich daneben. Da hätten wir dann da einen Bahnhof herbauen können. Das wäre schön gewesen. Das Problem ist, da bringt uns nichts daneben, weil da sind wir ja erst wieder in der Nähe. Naja, wurscht. Machen wir mal da weiter. So, wir können das Cotton Field ebenfalls uns anschauen. Okay, wir nehmen noch ein bisschen Gemüse. Gut, was können wir erzeugen? Da haben wir ein bisschen ein Problem. Mehr als eins kann man nicht produzieren. Oder können wir zwei produzieren einmal? Können wir da produzieren? Nein, wir haben keine Kohle. Wir brauchen Kohle, aber bald, 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 bald ist der Hafen fertig. Dann haben wir schon unsere eigene Kohle. Machen wir da lieber noch so ein Ding, wer weiß. In der nächsten Runde nämlich so ein Cotton Zeug noch bauen. Kann man das machen? Yes! Ein Meister, ein Meister. Sehr gut. Und können wir da noch einen Typen holen? Sogar zwei könnten wir uns holen, rein theoretisch. Oh, so. Passt. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben keine Arbeitskraft mehr. Okay. Brauchen mehr Geld. Geld, 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 Geld. Das weg. Das hier. Nein. Bleiben wir so dabei. Holz wäre super. Na, Holz bietet ja keiner. Das ist ärgerlich. Okay, so, dann haben wir was gesagt.
Sindel wäre noch ganz gut. Oder? Tun. Sindel hat relativ viel angeboten. Was eigentlich mit Kestel? Das kommt mir jetzt erst. Das ist ja auch gut. Die haben Holz, Kessel und Wolle. Ha. Wieso habe ich das nicht gleich gesehen? Die sind ja auch leer. Die sind ja auch abseits von irgendwelchen. Ah, wir können uns das Trade Consulate nicht leisten. Na gut, dann halt nicht. Es war nett gedacht, aber leider, leider, die Umsetzung, sie fehlt. So, Idolon. Okay, viel wird da nicht angeboten, aber die beiden bieten voll an. Und die sind, glaube ich, und die haben beide mich als ersten. Das heißt, da kann ich nur vier nehmen. Nö. Das kommt. Hier ist ein Konsulat, dann nehmen wir voll und Hurschen auch. Pond! Yay! Wir lieben Pond! Wir haben Timber gekriegt. New weapon, a hit with military. The War Department recently unveiled its newest weapon, a rocket made of sheet iron casing and filled with gunpowder. Na, schau was an. Motor system improved. Overeating and intelligence linked. Okay. Und wieder nichts gefunden. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Das da entlang dieses Süddings. Wir werden da mit der Eisenbahn ja runterfahren. Das wäre schon irgendwie schön, wenn wir hier in der Gegend irgendwo noch was finden würden, was wir abbauen können. Was ist mit dir? Wie lange brauchst du noch? Time to completion 3 months. Okay, also nächsten Zug sollten wir fertig sein im Sommer. Aber wir produzieren mehr, mehr, immer mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir könnten vielleicht tatsächlich Konserven bauen. Okay. Und wir können auch wieder Papier bauen. Auch gut. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Wir brauchen mehr. Wir sollten zwei Bretter produzieren. Wir brauchen zwei Bretter für eine Möbel. Das ist eigentlich, sollten wir das da ausbauen langsam. Damit wir sogar drei Bretter im Endeffekt produzieren können, über kurz oder lang. Was kostet denn das? Autsch. Stahl und Bretter. Arg. Da fehlt uns Kohle. So, wir haben drei Eisen parat und keine Kohle. Aber sobald der Dings da ist, da haben wir noch zwei Kohle jede Runde, hoffe ich. Na gut. Soll sein. Könnten wir noch eins bauen? Im schlimmsten Fall müssen wir vielleicht Bretter aus dem Ausland kaufen und aus.
Gut, das machen wir weiter so. Und wie schaut's aus? Pont mag uns schon. Yay. Mag's nicht. So, aber wir haben gesagt, Kessel oder Sindel. Kessel hat uns nie wirklich was angeboten bis jetzt. Aber eigentlich müssten die das Zeug, was wir brauchen, auch haben. Machen wir das so. Und vielleicht den Sindel auch. Na, da könnte man in den Konflikt mit den beiden kommen. Das wollen wir nicht. Pfeif auf Sindel. Was soll sich irgendjemand anderer schnappen? Gut, nächste Runde. Pram. Was? Da hat uns keiner was angeboten? Blödes Kessel. Was heißt, wir kriegen nur eine Wolle? Aber wir kriegen Holz aus Pont. Okay, dann nehmen wir das. Und die vier Holz nehmen wir auch. Und das eine Ding nehmen wir eigentlich auch. Das passt schon. Einmal auf Vorrat kaufen, sicherheitshalber. Trade Consulate opened in Kessel. Na gut. Schauen wir mal. Oh, und schon wieder nichts gefunden. Wie ungewöhnlich. Machen wir mal da. Hurra! Oh, Mist. Der ist ja noch nicht fertig. Aber wir könnten eigentlich da auch einen Hafen bauen. Ah, warte mal, bevor wir das aber machen, schauen wir uns mal an, ob wir das wirklich transportieren können. Ja, können wir. Oh, wir brauchen gar keine Schiffe dafür. Wir brauchen nur. Wir brauchen tatsächlich nur diese Dinger, egal ob wir eine. Dings haben oder nicht. Perfekt. Aber wenn dem so ist, dann könnten wir tatsächlich da auch noch einen Hafen bauen. Dann müssen wir gar nicht auf unsere Dingskapazität verzichten. Bauen wir da auch noch einen Hafen, dann kriegen wir auch noch Eisen. Naja, du, mein Freund, wartest einfach ab. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben schon 20 davon, 5 und 2 passt. Das heißt, wir können dann noch ein Dings bauen. Wieso haben wir da einen Typen dazu gekriegt? Woher kommt der? Den habe ich auch gar nicht. Habe ich den gekauft letzte Runde? Weiß ich nicht. Schwer zum sagen. Okay. Nö. Warum eigentlich? Ach, wir können nur zwei Sachen bauen. Entweder das oder das. Na okay, wir werden es auf jeden Fall ausbauen. Insufficient Materials. Und was fehlt uns? Nicht das Stahl. Das heißt, wir werden das jetzt mal nicht produzieren. Und wir werden dann kein Holz verkaufen. Boah. Ab nächster Runde können wir hier auch produzieren. Das heißt aber, nächste Runde, wenn wir dann das bauen, und dann können wir auch Waffen und Tools herstellen. Das wird schön. Reichtum macht. Ha. Nichts kann uns mehr im Weg stehen. Okay, wir haben
und kein Papier. Schade, schade, schade. Achso, das wollten wir. Das verkaufen wir nicht. Und fertig. Wir produzieren jetzt ein Da haben wir was. Das ist gut und okay. Nehmen wir da 3. Dann nehmen wir 4. Und leider ist uns sonst nichts mehr angeboten worden. Natürlich nicht. Wir konnten auch nichts mehr transportieren, Idiot. Ach Gott. Okay, large orange deposit by wildest agricultural experts, those attending the Odostan agricultural exhibition in the capital of Odostan reported a mysterious 800-pound orange pile blocking the entrance to the cattle exhibit. The president of the agricultural society offered no explanation for the offensive substance. Das ist interessant. Ordained by Providence, an editor in an inexpensive paper system developed. Okay. Ah, wir können jetzt billiger Papier produzieren. Ob sich das auf unsere Produktion ändert? Na, schon wieder nichts. Gibt's hier nichts, was man finden könnte? Oh, das können wir uns nicht leisten. Nein. Ach, weh. Dann bleiben wir mal da stehen, derweil. Du bleibst da stehen, derweil. So, warte mal. Oh, da gibt's ja gar nichts. Ich dachte, da hätte man. Ach Gott. Ja. Dann. Gute Frage. Was machen wir dann? Als nächstes das ausbauen. Wie fahren wir denn jetzt weiter? Könnten da so runter, hierher und hier ein Dings auch bauen, ein Depot bauen. Das kommt wahrscheinlich billiger, als wenn wir daher bauen. Das bringt uns ja nichts dann. Achso, da könnten wir es natürlich hinbauen, die Farm. Dann würde uns das schon was bringen, aber ein Depot ist billiger als ein Hafen. Und das bringt uns da echt nicht viel. Wenn wir da her bauen, dann haben wir immerhin sowas. Das passt schon. Dann bauen wir mal da her. Und du gehst mal da her und baust mal die Bahn weiter runter. Yes. Ja, wir müssen nur noch weniger von dem Zeug kaufen. Wir haben jetzt Kohle, das heißt, wir können Stahl herstellen. Sehr gut, sehr gut. Das können wir auch ausbauen. Da bauen wir uns Stahl her. Ah, das geht auch.
So, können wir da was ausbauen? Okay. Passt, wieso haben wir jetzt eigentlich diese ganzen Dings wieder, die Bretter wieder? Wo haben wir die her? So, machen wir dann mehr Bretter? Ja. Wir hatten fünf Bretter. Woher? Wir haben doch nur zwei Bretter hergestellt und wir hatten nicht zwei Bretter, wir hatten nur eines oder so. Das ist mir unverständlich. Na gut, soll sein. Ja, machen wir das weiter so. Weil für ein Ding kriegen wir sieben von denen und können uns irgendwie leisten. Können uns sieben von denen da irgendwie leisten. Das passt schon. Oder. Wir verkauften so. Na, das kauft man nicht. Nein, 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 auf keinen Fall. Viel zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Gut. Na dann. Werden wir gleich noch eine Subsidy darüber nach Kessel geben. Team bieten nur eine 5%ige. Passt. Ach, deswegen verkaufen die eher an Team. Naja. Haxaku macht so wie wir. Die geben auch 10%. Na gut. Und weiter geht's. Hurschen. Vier Cotton. Dann nehmen wir auf jeden Fall nur zwei einmal. Edge haben wir kein Konsulat. Und wir brauchen auch nicht mehr so viel Cotton. Das heißt, wir rejecten das. Pont haben wir ein Konsulat. Kessel auch. Das heißt, wir nehmen davon zwei, Accept, und von Kessel auch zwei. Und Satzi hoffen wir ein Eisen. Eisen ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil bis wir zu der Eisenmine von uns kommen, müssen wir unsere Stahldinger ja auch offen haben. Stock Market, ein Upward Trend. Polyblock decreases cost. Okay, Fireship proves disappointing. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Und noch mehr Gaslichter. Windscale haben wir auch schon gehabt. Bird History published. Das hatten wir noch nicht. Prime Rate 12%. Was heißt das? Hey, wir haben doch mal wieder was gefunden. Schau an. Im blöden unzugänglichsten Stückel Land, das wir gefunden haben, haben wir Kohle gefunden. Sehr gut, sehr gut. Aber wenn wir da hier bauen, ein Depot, ist es gar nicht so schlimm, weil da haben wir Schafe, Holz, Essen auch noch daneben. Naja. Na dann, baust du das gleich ab. Da bewegen wir uns auf die Mine zu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo bauen wir denn da her? Am besten da in dieses Gebiet, weil da haben wir auch noch Pferde, Kühe. Oder bauen wir, naja. Wir werden dann schon.
Da wollen wir auf jeden Fall herbauen. Da haben wir dann wenigstens ein bisschen was von unserem Holzproblem gelöst. So, wir brauchen mehr von diesen Transportdingern. Wir wollen mehr in die Hauptstadt transportieren können. Oh, wir haben keine Arbeitskräfte. Mehr Arbeitskräfte. Gut, das heißt, dieses Mal werden wir das verkaufen. Warte mal, produzieren wir hier ein Ding? Ja. Produzieren wir. Okay, nicht mehr möglich. Ach so, wir haben keine Arbeitskräfte. Wir brauchen mehr Papier. Wir brauchen mehr Papier. Ärgerlich. Aber mit den zusätzlichen Arbeitskräften machen wir dann Papier. Mit dem Papier bilden wir die aus. Bilden wir noch mehr aus. Bilden wir noch mehr aus. Und dann haben wir mehr tolle Typen. Mehr tolle Typen. Keine Arbeitskraft mehr, um das weiter zu machen. Okay, also Essen haben wir jetzt genug mal für die nächste Zeit. Wir könnten eigentlich auch Konserven verkaufen, weil wir eben so viel Essen haben. Na, das bringt gar nichts. Die bringen nur 63. Das ist ja lächerlich. Das will ich nicht verkaufen. Stahl könnte man natürlich auch verkaufen. Das wird uns auch viel bringen, aber Stahl brauchen wir einfach sehr, sehr viel. Überhaupt, naja, Wir könnten versuchen, Papier zu kaufen. Nein. Wir haben zu wenig Leute. Ärgerlich. Gut. Ich glaube, da können wir jetzt eh nicht viel machen. Huschen, wieso mögen die uns noch nicht so super? Die mögen nur Zazi. Kartei. Der mag noch keinen. Der mag Bruhr und Sindel. Naja. Okay. Next round. Purchase recommended. Genau, wir haben mit Hut. Aber 4 wollen wir nicht. Wir wollen nur 1 derzeit, weil wir produzieren 3 selber. Wir brauchen nur 4 pro Runde. Was accepten wir? Davon wollen wir viel. Da kaufen wir vielleicht alles. Kessel gibt auch was her. Mist. Wenn ich das gewusst hätte. Naja, Eisen kriege ich wahrscheinlich eh keins. Dann machen wir eins. Ja, ich hab's befürchtet. Kessel. Armes Kessel. Atomic Theory explained. Yay! At a recent lecture at the College of Immaculate Spirit, Mr. John Dalton, self-described chemist and meteorologist, spoke for 3 hours explaining his theory of the atom. This reporter drew little from the oration other than to note that these atoms must be very small, as one has never been observed in the press shop. Okay.
Herrschaften, es wurde die Atomtheorie erklärt von Mr. John Dalton himself. Ist das cool? Leute, die das anschauen, sollen doch bitte in den Kommentaren kurz anfügen, was die Atomtheorie nach John Dalton war. Ha. Ob ihr das schafft? Niemals. Na gut, Herrschaften, ich glaube, ich werde für heute wieder Schluss machen. Noch werde ich einmal die Typen hin und her schicken da. Ja, vielleicht sollte er da bleiben, dann haben wir das dann noch. Ja, da drüben haben wir so viele Dings, so viele Rindviecher. Naja. Okay. Herrschaften, ich werde jetzt abspeichern, abdrehen. Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ciao, ciao.